So, jetzt ist alles wieder abgerissen. Das war eigentlich nicht mehr im Plan. Naja, gut, okay. Das wird schon gehen. Ich muss unbedingt diesen Weg hier freischalten. Also diesen Verbindungsweg. So, dann... Genau, bastelt nochmal neu, bitte. Ist nicht euer Ernst, das ist alles? Was? Mehr baut ihr nicht an? Okay, das kann es aber auch nicht sein. Ja, gut, okay. Vielleicht muss das erstmal entspannt anlaufen. Wir bauen derweil schon mal die Mühle. Ja, die will ich jetzt einfach mal hier hinsetzen. Mühle, ich glaube, da braucht man später auch ein paar mehr von. Ele Bäcker. Gut, kann ich mir gerade nicht leisten, aber okay. So, also hier bitte Weizen rein, hier bitte rein Mehl und hier bitte rein Brot. Wahrscheinlich habe ich das doppelt, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich so viel Brot einlagern kann und werde. Müssen wir mal gucken. Oh, die Bären gehen zurück. Das ist sehr ungünstig. Es fehlt doch noch ein Sammler. Das kann aber nicht sein. Warum ist denn Gürlin jetzt Bauer? Naja, egal. Soll er machen. Na, es geht trotzdem bergab. Fische gehen hoch, aber die Bären gehen bergab. Ich muss die Leute upgraden, damit die auf Fische gehen. Und wir brauchen einen dritten Marktplatz für Brote. Lebensmittel. Wobei, warte mal. Ja. Alles richtig. Marktplatz für Lebensmittel. Müsste andersrum. Das kommt oben rauf. Zierelement. Ja, ist egal. Gut, bauen. The next one. Die Mühle, sehr schön. Zwei haben wir, zwei haben wir. Und wir müssen auch das erste Weizen haben. Nein. Doch, haben wir. Schön. Dann brauchen wir nur noch 150 Gold für den Bäcker. So, ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Zusätzliche Besteuerung. Ein paar Dorfbewohner denken, dass eure Schatzkammer von einer weiteren Steuer profitieren könnte. Allerdings solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass euch die Besteuerung von Dienstleistungen in der Arbeiterschaft nicht sehr beliebt machen wird. Besteuerung von Windmühlen. Wir haben es eigentlich schon gemacht. Erlasst Besteuerung von Mühlen. Produziert Mehl. Schalte frei. Produziert Mehl. Okay, das heißt, die Besteuerung des Dorfes, viele Bereiche im Leben eurer Dorfbewohner können besteuert werden, um eure Schatzkammer zu füllen, aber seid vorsichtig, sie werden hohe Steuern nicht lange tolerieren. Ja. Wie ist denn der, also nicht der Steuersatz, aber wie... Ah, okay. Ah, ich krieg pro ein Mehl ein Geld. Schwieriger Satz. So, Brot und bitte nochmal... Ja, wir haben zwar noch kein Brot im Auftrag, aber wir können ja zumindest schon mal den Marktmenschen setzen. Ein Astrologe nährt sich eurem Dorf. Hört, hört.
Vielleicht muss ich doch noch mal einen dritten Sammler setzen und den dann hier hinten hin machen. Ganz ehrlich, ich glaube, das macht sogar Sinn. Warum gibt es hier eigentlich keine Bäume? Weil der Baumausfall hier. So, jetzt machen wir erstmal dringend den Bäcker. Kann sein, dass wir gleich wieder ins Minus rutschen. Wir erwarten ein Unwetter. Ein weiser Astrologe ist im Dorf erschienen und sagt ein Unwetter voraus. Eure Leute empfehlen, so viele Nahrungsmittel wie möglich einzusammeln, solange das Wetter noch mitspielt. Um Himmels Willen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Um Himmels Willen. So. Ich würde übrigens was denn jetzt... Wolle für den König. Oh Gott. Wir haben aber auch über 100. Ihr habt die Ware rechtzeitig geliefert. Der Kaufmann dankt euch dafür und verspricht ein gutes Wort für euch einzulegen. Ja. Semmlerhütte. So, wir haben einen noch übrig. Den würde ich mir aber gerade für den... Ah, da kommen gleich zwei neue. Für den Bäcker eigentlich aufheben wollen. Aber wenn jetzt hier zwei neue kommen, dann ab dafür. Schon wieder 126 Münzen am Start. Hervorragend. Es sieht ein bisschen kahl aus. Also gut, liegt natürlich daran, dass hier sämtliche Bäume jetzt weggerodet wurden. Aber der Förster kann ja auch woanders bauen. Also wir können ihm ja hier hinten das Gebiet quasi abnehmen. Und sagen, hier, dann pflanzen wir vorne noch mal ein bisschen. Müsste ja gehen, ne? Mal Aufforstung, wenn ich jetzt sage, das machen wir weg. Und du bekommst jetzt hier den Bereich noch dazu. Dann müsstest du eigentlich hier vorne aufbauen, ne? Oder hier beispielsweise noch. Hier die Ecke. Ja, dann rennt er hier vorne schon mal umher und forstet auf. Und zwar abseits vom Wege. Das gefällt mir. Das ist halt das Problem, was wir hier haben. Da ist noch kein Weg. Es muss hier unbedingt weg sein. Wo seid ihr denn eigentlich gerade beschäftigt? Ach, der Typ hier ist schon wieder voll, ne? Ich kann aber keine weiteren Bretter aufnehmen. Hölzer. Ja, Bretter, Hölzer, beides. So, jetzt habe ich mal wieder Platz für 10. Ach, und guck mal, jetzt wird hier auch ein bisschen mehr angebaut als davor. Dieser eine Baum muss noch. Dankeschön. Jawohl. Das wollte ich sagen. Dankeschön. Jetzt entsteht auch viel, viel mehr Weizen, was wir dann verarbeiten können. Was ist los? Ein Neuankömmling. Hallo. Du könntest ein Bäcker eventuell werden. Wobei ich nicht weiß, ob Bäcker ein Beruf ist, der nur für Gemeiner gilt. Aber notfalls müssen wir ihn einfach gleich upgraden. Geld haben wir ja. 57. So, was haben wir denn jetzt noch? Ich würde tatsächlich vielleicht mal hier rauf gehen. Also Prunkmarkt-Paket. Anders. Prunkpaketmarkt. So rum. Ein willkommener Schutz. Fässer, Sitzbank, Zäune. Für 50. Eine Hecke. Also wenn ich die Hecke nicht ziehen kann, macht die Hecke für mich keinen Sinn. Und ich meine, dass es definitiv so sein wird, dass man sie nicht ziehen kann. Ganz ehrlich, ich hole mir das vor. Und setze das hier oben hin. Warte mal, wir machen erstmal den Bäcker fertig. Da kommt schon wieder irgendein Händler. Ich weiß gar nicht, wo der hinrennt. Ah, die laufen einfach wieder nur durch. Jawohl. Ein Bäcker.
Oh, wir brauchen Wasser. Aber da können wir ja ein Brünnchen bauen. Können wir den nicht noch hin? Ja, easy. Perfekt. Irgendein Lagerplatz ist voll. Mhm. Ach Gott, weil die Kleidung auch voll ist. Krass. Guck mal, Zufriedenheit übrigens auf 50 schon wieder. Die Leute stören sich schon gar nicht mehr an den... an den Steuern, so wirklich. Warum ist dein Gottesdienst schon wieder so wenig? Oh Gott. Ja. Le Kirche ist etwas überfüllt, möchte ich meinen. Einwanderung. Zufriedenheit. Ja. Gut. Wir warten einfach. Was? Rohstoffe fehlen? Achso, du brauchst Wasser, ja. Ach, der Brunnen steht da. Okay. Aber da steht da jetzt der Brunnen. Jawohl. So, dann dürfte das auch gehen. Wir stellen zwei neue Leute ein. Einen bitte hierfür. Hier hinten hätten wir übrigens auch noch gut Platz für ein Häuschen, ne? Aber machen sie irgendwie nicht. Eine Geschichte kann gehört werden. Die erste Bäckerei. An diesem Morgen liegt ein köstlicher Duft in der warmen Luft. Ein erster Schwung Brote wurde aus dem Ofen geholt. Sehr zur Freude der Dorfbewohner. Im Rang Bürgergemeinde Leibeigene Neuankömmlinge. Okay. 10% Zufriedenheit. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht ewig, oder? Ja, gucken wir mal. So, wir können ein Militärfort bauen. Und zwar hätte ich das, wie gesagt, gerne hier oben. Jetzt regnet es übrigens. Oh Gott. Kampfstärkste Stellung eures Forts. Okay. Das wird schwierig tatsächlich. Ebenerdiger Eingang. Was haben wir denn hier noch? Hölzernes Dach. Okay. Ein hölzerner Gang. Eine hölzerne Hütte. Was bringt mir das denn? Das müsste ja die allererste Sache erstmal sein. Was bringt mir das? Raumgröße Minimum 5. Aber was bringt mir denn die Raumgröße? So, Besucher kommen hier hin. Und das ist das Standardfort. Okay. Quartiere. Was ist, wenn ich die setze? Oh, da muss ich aber doch nochmal ein bisschen verschieben. Naja. Schön ist anders, ne? Aber wir bauen mal unser erstes Fort. Und dann können wir dahinter auch noch so Wehranlagen und so weiter bauen. Das wird doch schön. Ich glaube, als nächstes würde ich mir auch die Ecke hier nehmen. Oder das. Das wäre auch kein schlechter Quadrant. Warte mal. Oh, das ist ja fast noch schöner fürs Fort. Wobei, macht es einen Unterschied? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Hm. Obviously not. So, was wir aber auf jeden Fall jetzt machen, ist die letzte Handelsroute aktivieren. Davenport. Oder Devonport. Die Insel Devonport war zuerst
für ihren Rum bekannt und hat sich seitdem zu einem fruchtbaren Handelszentrum entwickelt. A happy wake... What? A happy welcome warming? Warming welcome? Naja, egal. So, wir können jetzt auch unsere Kleidung verkaufen. Das freut mich persönlich am meisten. Bis zu einer Stückzahl von, ich habe keine Ahnung, 50. Happy Warm Welcome. Warum? Honig. Für 5. Wie bekomme ich Honig? Handelsgüter, Milchhof, Käserei interessiert mich nicht. Werkstatt für Haushaltsgüter. Wie bekomme ich Honig? Tavernenküche. Ja, Besteuerung, bla bla. Nee. Unterhalt von Production, Gebäudeteilen wird um 50% verringert. Erhaltet nach dem Bau eines Gebäudeteils 50% der verwendeten Werkzeuge zurück. Auch nicht schlecht. Ich würde trotzdem gerne Honig produzieren. Ach, hier. Gott, das dauert ja ewig. Das können wir vergessen. Rohstoffe fehlen? Ja. Tut mir leid. Wo ist denn hier Königreich? Hadisade, komm. Jetzt auch noch oben drauf. Da können wir nämlich... Wie kann ich eine Palisade jetzt bauen? Wehrturm? Nee. Übungsgelände? Okay, das sind einfach nur Puppen, die gebaut werden müssen. Können wir aber dann später setzen. Barracks haben wir eigentlich schon gesetzt. Die hängen damit dran. Ja, und eine Schatzkammer. Aber wo ist denn die Palisade? Nehmen wir die hier einfach. Kosten? Ich hoffe nur Holz. Ja, ah, können wir das hier nochmal abreißen? Ach, so können wir es ändern. Cool. Das kostet mich noch nicht mal Geld, ja? Weil dann würde ich nämlich gerne hier vorne den Eingang setzen. So, und jetzt bauen wir uns dann noch ein bisschen mehr Palisade. Nein! Ah, so geht's auch. Okay. Wie kann ich die abreißen? Halten, Steuerung links, Klick zum Entfernen. Okay. So, den ersten Punkt nochmal richtig setzen. Und dann gehen wir hier hinten auch nochmal durch.
So. Plus den ersten hier nochmal richtig gesetzt. Schön. Dann haben wir auch das erledigt. Ja, jetzt werden die Wege wahrscheinlich hier nochmal ein bisschen schöner irgendwann alle werden. Aber dann haben wir hier oben unser kleines Fort, was auf die Stadt herunterschaut. Finde ich ganz okay. Oh, hier haben wir übrigens noch jemanden, der was will. Ein edler Dienst. Der König hat euer Militär vorbemerkt und möchte sicher sein, dass ihr, sein treuer Vasall, alles habt, was ihr zum Unterhalt einer Armee benötigt. Sobald eure Soldaten bewaffnet und ausgebildet sind, erwartet der König, dass sie zum Frieden im Reich beitragen. Jawohl. Dankeschön. Wir werden es tun. So, Soldaten kann ich noch zuweisen. Ich hätte gern 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Soldaten. Ich hoffe, dass sie hier auch arbeiten. Arbeiten, Quatsch. Dass sie hier auch wohnen. So, Übungsgelände. Bisschen trainieren müssen wir die Leute, ja. So, kostet nicht viel. Setzen wir da die kleinen Püppchen hin. Ja, die werden wahrscheinlich so ein bisschen in der Luft hängen. Gucken wir uns gleich mal an. Alter, wie schnell die Wege jetzt auch entstehen, ne? 3 Leute drüber gelaufen und schon ist der Trampelpfad eigentlich entstanden. Ist denn eigentlich jetzt hier hinten mal der Weg fertig? Immer noch nicht. Der Sapperlotz. Wollt ihr mich denn ärgern? Ganz ehrlich, das können wir hier unten jetzt lassen. Alles gut. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Anbaufläche jetzt. Und ich glaube, sie reicht auch jetzt schon aus, ne? Ja, ja, ja. Die ist schon mehr als genug. Sehr schön. Sehr schön. Sieht aus wie so ein kleiner Vogel. Vogel! So, und jetzt bitte hier diesen Weg bauen. Damit man hier durchlaufen kann. Am besten hier vorne noch lang. Das würde mir so einiges erleichtern. So, neue Geschichte. Armee aufgestellt. Vorwärts, Marsch! Das Echo der Übung eurer Soldaten hallt durch die Siedlung. Dieses mögen nicht die schönsten Töne sein, doch erinnert sie euer Volk daran, dass es sicher ist. So, 10% Zufriedenheit. Super. Jetzt sogar nur noch 9%, aber die Steuern gehen nach unten. Und der Gottesdienst wird immer mehr. Ich brauche etwas Größeres. Oh, wir haben übrigens 473. Das ist sehr schön. So, gerade baut hier. Ah, Militär. Militär. Arbeiterschaft. Befestigter Wehrturm gebaut. Sehr schön. Oh, guck mal. 2 und 3. So, das heißt, der Klerus macht jetzt nur noch Minus. Wobei wir... Ja, auch hier durch diese komischen Edikte. Wo ist es denn? Achso, ich habe Ansehen nur noch 2. Deswegen ist das jetzt hier wieder weg. Oh. Okay, das heißt, ich müsste wieder ein größeres Häuschen hier bauen. Boah, das ist ja gemein. So, wir machen auf jeden Fall jetzt das Kloster. Damit wir hier auch uns komplett versemmeln. Mit Schlafräumen, Wohnquartieren und Arbeitsplätzen für Mönche und Nonnen. Das würde ich gern hier oben hinbauen. So, hier oben kommt unser Kloster hin. Können wir auch in den Wald setzen. Auch nicht so wild. So, Dormitorium für Mönche. Natürlich.
So, ich baue es erstmal hier drüben auf. Glockenturm. Alter, der ist ja größer als sämtliche Gebäude. Okay, ja. Wenn, dann auf jeden Fall das hier. Das hat dann ein bisschen mehr Eindruck. Oder macht ein bisschen mehr Eindruck. Ist in der Mitte? Ja. So, the Dormitorium. Was gibt es noch? Für Nonnen? Okay, müsste man also beides bauen. Eine Kapelle. Okay. Sanatorium. Gut, die sehen alle gleich aus. Okay, machen wir vielleicht später irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob dieser Dings hier noch da ist. Okay, also wir können zumindest das Kloster irgendwann mal setzen. Also mit diesem Gutshaus bin ich auch überhaupt nicht zufrieden. Ich könnte natürlich jetzt da oben auf dem Berg einfach noch mehr Sachen freischalten. Also beziehungsweise nochmal ein zweites Gutshaus setzen. Wir könnten so eine Zierbanner setzen. Da kriegen wir auch noch mal ein paar dazu. Muss verbunden sein. Ja, ja. Also eine Wetterfahne können wir auf jeden Fall... Haltesteuerung... Horizontale Drehung eines Teils. Ich würde es gerne da oben raufsetzen. Warum geht's denn nicht? Das ist jetzt nur so. Ah, warum geht es denn nicht? Hallo? Okay, das geht. Wieso kriege ich das denn nicht da oben ran? Alter, ihr wollt mich doch alle verarschen. Wie kann ich das denn höher setzen? Warte mal. Ich kann es gerade überhaupt nirgendwo setzen. Mann, es macht mich fertig gerade. Linksklick zum Auswählen. Linksklick ziehen, vertikal und vertikal zu skalieren. Ja, dazu muss ich es ja erstmal irgendwo anbringen. Rechtsklick zum Löschen, halten Steuerung zum Drehen. Ja, ja. Halten Linksklick. Oh Mann, Alter, es macht mich fertig. Ich kann es nicht platzieren. Warum denn nicht? Oh, das macht mich... wütend macht mich das gerade. Wieso kann ich es denn nicht ranbasteln? Hallo? Oh, Mann. Oh, du bist doch kacke. So, wenn ich jetzt hier ein Kreuz setze... Ach, kiek mal, da geht's auf jeden Fall. Easy. Okay. Liegt also nicht an mir. Warum geht es denn hier nicht? Also zum Beispiel die Wetterfahne. Geht doch ganz easy da oben rauf. Muss verbunden sein. Ein Schornstein. Geht jetzt auch nicht mehr rauf. Ja gut, ein Brunnen ist ein Einzelteil. So, auch das geht nicht rauf. Warum? Was ist denn mit diesem Gutshaus verkehrt? Ach, am liebsten würde ich das alles abreißen und neu setzen. So, neuer Ratschlag. Ein Kloster errichten. Jo.
Ja, kann man machen. Irgendwann. Gibt es dafür zeitliche Begrenzungen? Nee, ne? Alles gut. 451 haben wir. Stehen die Dinger? Ja. Sehr schön. Ja, ne? Das ist halt leider ein kleines Problem, dass sie in der Luft schweben. Ja, Details, meine Damen und Herren, die wir einfach mal ignorieren. Ah, ich kann auch nichts weiter draufsetzen. So, aber wir haben unsere ersten Soldaten. Gibt es hier eine Soldatenübersicht eigentlich? Ach hier, ja, Armee. So, Entfernung, Tage übrig. Mütle beschützen. Okay, können wir nicht mehr machen. Northbury ausbilden. Northbury möchte gerne eine neue Kompanie. Nie. Aufstellen, es mangelt ihnen jedoch an genügend Veteranen, um diese auszubilden. Sie bieten für entsprechende Hilfe ein paar neue glänzende Waffen an. Bei Erfolg? Okay. Ich bin ja selber überhaupt nicht ausgebildet. Erbstück Kopfgeld. Ein Name für seinen wertvolles Erbstück sei gestohlen worden und bietet demjenigen einen Berechnung, der es von Dieben zurückholt. Okay, machen wir mal. Ausbildung, Grundausbildung. Erfolgswahrscheinlichkeit unmöglich. Scheiße. Ach, jetzt ist das weg. Ungeziefer jagen. Erfolgswahrscheinlichkeit unmöglich. Aha. Kann ich meine Soldaten denn befördern? Sammler, Träger, arbeitslos. Übrigens, die könnte ich auch schon befördern zur nächsten Stufe. Und was brauchen die? Die brauchen Waren, Nahrung und Komfort. Muss unter einem Dach schlafen, um sich wohlzufühlen. Die grundlegende Bedürfnisse befriedigen. Und Luxusgüter. Okay, ich habe keine Ahnung, was Luxusgüter sind. Befördern zu Soldat. Kein geeigneter Dorfbewohner. Okay. Soldat Stufe 1. Wie wirst du besser? Also ich muss ihn wahrscheinlich in die Schlacht schicken. In der Hoffnung, dass er überlebt. Also das wäre jetzt so meine einzige Idee, die ich gerade habe. Wollen wir es einfach mal machen? Ungeziefer jagen, komm. Wir schicken mal alle hin. Ja, ich weiß. In der Hoffnung, dass Menschen überleben. Ja, können wir erstmal so lassen. Ist der Weg jetzt fertig? Na, ich glaube, viele Bäume sind es nicht mehr. Und dann kommen wir endlich mal durch. Okay, meine Damen und Herren, wir machen Feierabend für dieses Wochenende. Ja, Neuankömmling, der kann da erstmal stehen bleiben. Ich bedanke mich. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Ich muss unbedingt auf die Nahrung achten. Da geht es nämlich steil bergab. Und zwar ganz, ganz steil. Oh mein Gott. Und Fische, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir sogar nochmal einen dritten bauen. Das sollte vielleicht die... Das Hauptaugenmerk für den nächsten Run sein, den ich mit euch zusammen angehen werde. Gut, okay. Erstmal kommt gut ins Wochenende. Quatsch, in die Woche rein. Genießt die letzten Stunden des Wochenendes, so rum. Und wir sehen uns nächste Woche bei Foundation hoffentlich dann alle wieder. Herzlichen Dank, bis dahin, auf Wiedersehen.